Es hat ja deutsche Sozialdemokraten gegeben, die haben ja auch mit sowas gespielt. Also eine Tomahawk-Rakete. Oh, ja, wir Exporte. Halten uns da. Ja, was heißt Exporte? Wir halten uns da eigentlich, oder sollten uns da eigentlich ein bisschen raushalten. Aber das ist eine Sache, die wir in der EU jetzt auch schätzen. Wir haben den nächsten EU-Haushalt gerade beschlossen und gegen meine Stimme ist dort beschlossen worden, dass in den nächsten 7 Jahren wesentlich mehr finanzielle Mittel in die militärische Aufrüstung der EU gesteckt werden, in Waffenentwicklung, als in Entwicklungshilfe und Fluchtursachenbekämpfung. Und insofern ist das hier, wenn ich auch diesen Panzer mal nehmen lasse, ist kein ungewöhnlicher Anblick hier im Europaparlament. Wir werden uns damit beschäftigen müssen und ja, ich habe dagegen gestimmt, aber ich werde natürlich meinen Spaß haben dann, wenn ich diese Armeen einsetzen und befehligen darf. Glauben Sie das? Ja, das also Mindestmaß an demokratischen Gepflogenheiten würde ja bedeuten, dass das EU-Parlament Einsatzbefehle dieser EU-Armee, um die es immer geht, dann auch abstimmen oder bestimmen dürfte. So ist es in Deutschland mit dem Deutschen Bundestag. Und ich merke gerade, dass ich Spaß an der Vorstellung finde, Armeen in Europa hin und her schieben zu dürfen, zu können. Also Einsatz im Inneren dann? Wenn Sie Österreich als Inneres bezeichnen wollen, dann ja. In der gesamteuropäischen Integration auf jeden Fall. Aber gut, dass Sie es ansprechen, weil Sie sprechen PESCO unter anderem ja auch an. Also PESCO, das ist diese europäische Initiative zur Entwicklung eigener europäischer Waffensysteme etc. pp. Wie sieht man das eigentlich als jemand, und ich würde Sie als Humanisten bezeichnen, wenn man Entscheidungen treffen muss, die eben anderswo am Ende des Tages zu Toten führen können? Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich reagiere auf diese Gefühle, indem ich dagegen arbeite. Ich kann einerseits hier im Parlament dagegen stimmen, aber ich habe keine Mehrheiten. Es gibt eine unselige GroKo Haram, genau wie in Deutschland, also eine große Koalition aus konservativen und noch konservativeren SPD und CDU. Und alles, was ich tun kann, ist, glaube ich, Öffentlichkeit dafür herstellen. Wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit daran, das mal ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass hier halt Milliarden in militärische Projekte gesteckt werden, hier im sogenannten Friedensprojekt EU. Und das ist nach dem Lissabonner Vertrag untersagt. Und ich hoffe, dass sich da ein bisschen was rührt und dass auch bei den Wahlen entsprechende Signale gesendet werden. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!